ich kann immer nur sagen, verpasst die Chance nicht, okay? Was da draußen passiert, ist unfassbar. Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Das Potenzial zurzeit von Bitcoin ist so krass und wir gucken mal, was der CFO von Twitter sagt, okay? Nach dem Intro. So, als allererstes muss ich euch sagen, ich habe gestern einen Bericht gesehen, ich blende es ein, NTV. Ich weiß nicht, warum die Medien in Deutschland uns Sachen erzählen, wie Rauchen schützt vor diesem Virus oder wenn man Übergewicht hat, dann lebt man länger im Alter oder mit Alkohol trinken lebt man länger oder Eis ist gut für die Konzentration. Vitamin D ist ganz schlecht, also Vitamin D richtig schlecht, aber Alkohol trinken, da lebt ihr länger. Und diese ganzen Aussagen, ich habe es in so vielen Videos, es ist so krass. Und ich habe schon öfter erwähnt, dass ich eigentlich, egal in welchem Bereich, hört auf die Experten und komischerweise sagen die genau das Gegenteil von dem, was unsere Medien sagen. Also NTV sagt, Bitcoin kann auch auf Null gehen. Okay, alles klar. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, und Tesla haben gerade 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert und NTV sagt, es ist genauso wie damals das Interview. Achso, like natürlich das Video und abonniert den Kanal, okay, damit der YouTube-Gott auch weiß, dass das Video relevant war für dich, okay? Es ist genauso wie damals das Interview mit diesem Chef von Volkswagen, die gesagt haben, ey, Tesla, was wollen die denn mit Tesla? Heute ist Tesla ein Monster. Jetzt muss ich dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen, bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt, ja, es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister, ich nenne keine Namen, ja, es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr, Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr, dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Also da bitte ich jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, Baba. What you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Prügeln Sie Tobio für diese Unverschämtheit. Au! Also nicht mal annähernd, Tesla sieht nicht mal Volkswagen und Tesla wird noch in Zukunft, was sie planen mit autonomem Autofahren, mit erneuerbarer Energie, mit Versicherungen, die sie machen wollen, mit allem, das wird noch ein richtiges Monster. Also jeder denkt, der denkt, dass Tesla jetzt fertig ist, der hat die Firma Tesla nicht verstanden. Was da auf uns zukommen wird, ist unfassbar, also wirklich unfassbar. So, auf jeden Fall hat Tesla 1,5 Milliarden da rein investiert in Bitcoin. Und was hat das natürlich für einen Effekt? Nicht nur diese 1,5 Milliarden, die da jetzt reingepumpt wurden. Und nicht nur, dass Elon Musk sagt, man kann auch dann später mit Bitcoin, das will er implementieren, dass man mit Bitcoin dann zum Beispiel bezahlen kann. Das ist so krass. Und aber die 1,5 Milliarden sind nicht das Krasse, sondern das Krasse ist, dass fast alle, die da draußen am S&P sind oder eine große Firma haben, sagen, Moment mal. Er ist jetzt drin, Michael Strategy und Michael Saylor haben 500 Millionen reingesteckt in Bitcoin. Was ist denn da los? Wir wollen nicht da hinten runterfallen. Wir müssen da mal gucken, ob das sinnvoll ist. Und jetzt kommen die ganzen Firmen nacheinander. Ihr wisst das schon, nach PayPal, nach Visa, die jetzt auch Krypto anbieten werden, nach diesen ganzen Institutionen, nach Rockefeller, der in Krypto investiert. Neuigkeiten, Telekom investiert jetzt auch in Krypto, in Chainlink. Es ist unfassbar, was da draußen passiert. Also dieser Effekt, dass die jetzt wie die Dominosteine alle umfallen und alle reingucken, der ist schon längst da. Und wenn man sich alleine Market Cap, also wie viel Geld da drin ist in der Kryptowelt, anguckt. Ich glaube, ich habe vor einer Woche oder so geguckt, da war es 1 Trilliarde, die da drin ist, allgemein. Und in Bitcoin waren es 650 Milliarden. Ich glaube, vor einer Woche oder so. Und jetzt gucke ich rein, 860 Milliarden in Bitcoin und insgesamt im Markt 1,3 Trillionen, also innerhalb von einer Woche. Und das waren nicht nur die 1,5 Milliarden von Elon Musk, sondern sie stürmen alle rein. Es ist so heftig und dafür ist der Preis noch sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass der Preis so manipuliert wird,
dass er so weit unten gehalten wird, bis die ganzen großen Institutionen reinkommen und dass der Preis dann durch die Decke geht. So, aber was hat dieser Domino-Effekt von Elon Musk angetreten, von den ganzen, von PayPal und so weiter, was hat das jetzt auf sich? Dass der CFO von Twitter gesagt hat, okay, sie überlegen, ob sie auch mit einsteigen. So, es ist noch nicht, sie sind noch nicht drin, aber sie überlegen, ob sie es auch machen. Was wäre der Punkt, dass sie es machen würden, wenn viele es verlangen? Also wenn viele der Firmenkunden sagen, hey, wir wollen aber in Bitcoin bezahlt werden, dann wäre es an der Zeit, dass die auch reingehen werden. One of the key things we'd look at would be if people were asking to transact with us in Bitcoin, because then we might consider whether we would be transferring dollars to Bitcoin at the time of the transaction, or if we wanted Bitcoin on our balance sheet ready to complete that transaction. Meiner Meinung nach ist es natürlich sehr realistisch, und sie haben auf jeden Fall gesagt, wenn sie die Leute später in Bitcoin bezahlen, sowieso, dann wäre es ja besser, wenn sie jetzt viel kaufen, damit sie dann davon immer bezahlen können. Weil Bitcoin ist begrenzt. Ich hatte das schon in dem Video zu Cathy Wood, meiner Lieblingsinvestorin, gesagt, dass sie und JP Morgan und so ziemlich viele Experten da draußen den Bitcoin-Preis langfristig auf 500, 600.000 Dollar sehen pro Bitcoin. Und natürlich, wenn Twitter dann die Leute in Bitcoin bezahlt und für einen Coin 600 oder 500.000 Dollar bezahlen muss, dann kaufen sie ja lieber jetzt für 44.000 Dollar und bezahlen dann davon, weil dann ist es ja mehr Dollar wert. Also so, wenn jetzt zum Beispiel sie sagen, ja, hey, wir haben da jemanden, den wollen wir haben, der ist ganz erfolgreich und so, der würde kommen, aber nur für einen Bitcoin. Und ein Bitcoin ist dann 600.000 wert. Aber sie haben vorher eingekauft für 44.000, dann sparen die einfach über 90%. Deswegen ist es natürlich logisch, wenn sie da reinkommen. Und wenn Twitter als nächstes noch reinkommt, es sind einfach die Dominosteine, die fallen jetzt, es ist zu krass, es ist so ein Potenzial. Und was macht, was machen die deutschen Medien daraus? Bitcoin kann auch auf Null gehen. Es gibt insgesamt 21 Millionen Bitcoin. Das ist fertig, es gibt nicht mehr. Wie sollen die denn auf Null gehen? Die Leute haben ja ihr Geld da drin, da sind 850 Milliarden drin. Schwupp, oh, alle weg, alle haben die Bitcoin verkauft auf der Welt. Und das Lustige ist ja, die großen Institutionen und jeder, der jetzt reinkommt, und deswegen wird Bitcoin auch, sagen einige Experten, immer weniger hin und her schwanken im Preis, weil die ganzen Institutionen, die reinkommen, die kaufen nicht, um dann gleich wieder zu verkaufen. Nein, die stecken 500 Millionen rein, 1,5 Milliarden wie Tesla, der wird das nicht morgen verkaufen oder irgendwann. Das heißt, die Leute, die jetzt reinkommen, die behalten das als Wert, als Firmenwert. Und das ist halt das, dass es nicht mehr so stark schwanken wird wahrscheinlich. Und das Krasse an Bitcoin ist ja, es ist limitiert. So, es sind 21 Millionen, fertig. Und umso mehr Geld jetzt reinfließt, der Preis, also in meinen Augen, das ist natürlich gar keine Empfehlung. Es ist nur das, was ich mache. Der Preis wird auf jeden Fall extrem hochgehen. Und schreibt mal unten rein, was ihr denkt. Also ich mit meiner Lieblingsinvestorin, mit Cathy Wood, die sagt, 500.000 der Bitcoin, das sehe ich auch als realistisch, genauso wie es JP Morgan sagt. Und das ist halt mega die Chance. Und was noch die Chance ist, wenn du das Video noch nicht zum Ethereum gesehen hast, was ich gemacht habe, diese Blockchain-Technologie, dann guck dir das Video auch unbedingt an. Bei Ethereum ist das Potenzial noch krasser. Also Bitcoin und Ethereum sind in meinen Augen die sichersten Kryptos, weil man da... Ja, da muss man nicht mehr so Angst haben, dass da Regulationen kommen oder dass irgendwas verklagt wird oder so. Das ist alles genehmigt. Wenn Elon Musk 1,5 Milliarden, dann ist es natürlich angemeldet, genehmigt und so weiter und so fort. Deswegen, da muss man sich am wenigsten Sorgen machen. Aber es gibt auch weitere Projekte. Cardano ist auch eine Plattform, aber halt noch nicht so weit wie Ethereum. Dann gibt es Polkadot. Es gibt echt krasse Projekte wie Synthetics oder Chainlink. Jetzt, wie gesagt, Die Telekom hat Chainlink gekauft und auf Blockchain-Technologie wollen die jetzt auch sich da einkaufen und so. Was da draußen passiert, ist unfassbar. So, und Blockchain wird das Internet 2.0 werden. Und ich kann immer nur sagen, verpasst die Chance nicht, okay? Das war es erstmal, Neuigkeiten aus der Kryptowelt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kommentier auf jeden Fall mal unten. Hast du auch schon rein investiert oder noch nicht? Bist du skeptisch? Glaubst du eher dem NTV-Bericht, dass Bitcoin auf Null geht?
und so weiter. Schreibt mal unten rein, interessiert mich. Und was auf jeden Fall ganz wichtig ist, nämlich es geht nicht nur ums Geld verdienen, auch wenn man das Potenzial hat, das Geld da zu verzehnfachen oder zu verzwanzigfachen oder was auch immer. Es geht nicht nur ums Geld verdienen, es geht um das Rad des Lebens, okay? Stressreduzierung, tolle Beziehungen, Zufriedenheit, Dankbarkeit, emotionale Unabhängigkeit, um diese ganzen Sachen geht es. Deswegen guck unbedingt die Free Tour im Matrix-Prinzip, da erkläre ich das Rad des Lebens und wie man rauskommt aus diesem Hamsterrad. Okay, diese Punkte, Zeit gegen Geld tauschen ist ein schlechter Deal, weil du hast nur begrenzte Zeit in deinem Leben. Dann gar nicht die Chance zu haben, das Business zu skalieren. Also wenn man jetzt normal angestellt ist, kriegt man vielleicht 5% mehr oder 10% mehr in den nächsten 10 Jahren, aber das wird aufgefressen von der Inflation. Dann ortsungebunden arbeiten und keine Termine vordiktiert zu bekommen, erkläre ich alles im Matrix-Prinzip in der Free-Tour. Guck's unbedingt an. Und das war's erstmal für heute. Sorry, dass ich eine Sonnenbrille auf hatte, aber es ist echt zu hell hier. Ich sehe kaum was und ich wollte mal woanders sitzen als immer nur da oben. Ich zeig's mal. Folgt mir unbedingt auf Instagram, dann kennst du diesen Ort auf jeden Fall schon. Und das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach. Achso, like natürlich das Video und abonniert den Kanal, okay? Damit der YouTube-Gott auch weiß, dass das Video relevant war für dich, okay? Bis dann, euer Coach Cecil.